Willkommen zurück beim Expertentalk zum Thema Radverkehr. Wir haben in den ersten beiden Folgen sehr viel gehört zum Thema Grundlegendes und Radverkehrsinfrastruktur. Jetzt würde ich gerne wissen, wie bringen wir denn bei der tollen Infrastruktur die Menschen dann überhaupt dazu, das Rad auch wirklich zu benutzen? Sprich, oder was hält sie davon derzeit ab? Wenn Sie Leute fragen, warum sie nicht Rad fahren, dann kriegen Sie sehr häufig die Antwort, weil sie sich fürchten. Das heißt, weil sie subjektive Sicherheitsprobleme haben, und da wird sehr häufig genannt, große Verkehrsmengen, schneller Autoverkehr, rücksichtslose Autofahrer, vor dem haben die Leute einfach Angst und wollen nicht Radfahren. Das heißt, eine wichtige Sache, wie sie den Radverkehr fördern können, ist zum Beispiel, indem sie flächendeckend Tempo 30 oder überhaupt geringe Geschwindigkeit in den Ortsgebieten einführen. Das hat die Stadt Graz schon vor, glaube ich, jetzt 20 Jahren gemacht, sehr erfolgreich inzwischen. Das ist eine sehr kostengünstige Maßnahme. Wir haben ja vorhin über Geld gesprochen. Geld ist ja immer knapp. Und das ist auch eine sehr rasch umsetzbare, wirkungsvolle Maßnahme. Und die Bedenken, dass man, wenn man mit Tempo 30 unterwegs ist, viel, viel länger braucht für seine Wege als mit Tempo 50, die kann man eigentlich auch entkräften, weil gerade zu den Hauptverkehrszeiten, wo nichts weitergeht, wo es sich staut, ist man sowieso noch deutlich langsamer unterwegs. Das heißt, die Sicherheitsaspekte der Radfahrenden sind eine ganz wichtige Sache, die man immer im Hinterkopf haben sollte. Es gibt im Englischen gibt es zwei Begriffe, gibt es die Safety, also für die Verkehrssicherheit, und die Security für das, was wir im Deutschen sehr schlecht umschreiben mit sozialer Sicherheit. Das heißt, dass man sich irgendwo nicht wohlfühlt im Verkehrssystem, Angst vor Übergriffen hat etc. Das heißt, die Radfahranlagen sollten auch zum Beispiel bei Nacht einmal genau angeschaut werden, ob es da entsprechende Sicherheitsdefizite gibt, schlecht ausgeleuchtete Strecken oder sonstige Dinge. Was sollte man noch vermeiden? Hindernisse auf Radfahranlagen sind ein ganz wichtiger Punkt. Boller zum Beispiel sind sehr gefährlich für Radfahrer, vor allem in Gruppen, weil die zweiten, dritten in der Gruppe die Boller nicht sehen, dann reinfahren. Jetzt gibt es auch wieder Diskussionen über Rechtsabbiegeunfälle, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Das heißt, ein Tipp, wie man sowas nach Möglichkeit verhindern kann, ist, dass man im Annäherungsbereich an die Kreuzung die Radfahrer direkt parallel zu den Fahrstreifen der anderen Fahrzeuge führt, damit die einander gut sehen können und schon entsprechend darauf reagieren können. Wir werden dann etwas später noch etwas genauer darauf eingehen. Und eine wichtige Sache noch zu Tempo 30, hätte ich fast vergessen, ist, es gibt einige Untersuchungen, die feststellen, dass die Unfallschwere je 5 km/h Geschwindigkeitserhöhung um 6 bis 20% steigt. Das heißt, wenn Sie von 50 auf 30 km/h verringern die Geschwindigkeit, dann haben wir Reduktionen bei der Unfallschwere und bei Unfallhäufigkeit auch, die sind enorm. Das heißt, das hat eine sehr große positive Auswirkung. Danke. Das heißt, Sie dürfen sich jetzt auf den nächsten Teil freuen. Da geht es dann eben um die umstrittene oder das umstrittene Thema Rechtsabbiegen. Bis zum nächsten Teil.